Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal. Zum Glück brauchen wir nur noch den Informanten, den Kunden verhören. Also wir müssen nicht alles nochmal komplett neu machen. Wir stehen hier unten. Eigenes Auto haben wir auch schon hier abgeparkt, also uns kommen lassen. Und wir haben jetzt vor das schwarze Auto und das weiße Auto, wenn es geht, mit einer C4-Ladung zu bestücken, bevor wir angreifen und dann sprengen und die ganzen anderen Leute da ausschalten. Ohne natürlich drum zu gehen. Wir hoffen natürlich, dass... So, komm, Olaf, der kommt. Wir hoffen natürlich, dass er nicht unser eigenes Auto klaut. Da steht uns es. Ja, schon wieder hell genug, okay. Da steht uns es. Ja, mal richtig hinstellen, falls er uns doch entwischt. Ja, ne? Ja. Nicht, dass er uns ins Auto fährt. Ich fahre. Oh, nee. Richtig hinstellen. Nicht, dass wir Olaf überfahren. Ich rette mich schon. Gut. So. Da bist du im Vorsprung erstmal. Ist wieder hell. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Im Dunkeln wäre besser gewesen. So, runter, Olaf. Gucken wir mal. Oh, hier vorne ist schon einer. Siehst du? Moment. Warte. Ich muss auch mal schon mal C4 gucken. Nein. Ah, schon vorbei. C4. Achtung! Schießt du? Du schießt gegen der Wand, Olaf. Nein, ich habe mich schon erwischt. Ja, jetzt hast du wieder aufgescheucht. Das will er gleich abhauen. Denke ich mal. Jo, sag ich doch. Falscher Plan, Olaf. Falscher Plan. Hast du nicht dran gehalten? Er ist eingeschüchtert. Warte mal. Nee, ich kann ich nicht bin warten. Noch hier hinter der Kurve. Ja, hier sind Feinde. Ich kann nicht warten, Olaf. Na gut. Komm hoch. Ja. Ich sollte ihn mal aus dem Feuer holen, ne? Ja, holen wir mal raus. Kamine. Erstmal greifen. Kommt weg hier oder. Ne, ist ja halt keiner mehr da, ne? Gott. Ist keiner mehr da, nein. Gut. Nochmal gut gegangen. Pero por favor, no me lastime. Ich bin Geschäftsmann. Boston Reed, wo ist er? Ich weiß es nicht, okay? Alles geschieht über Mittelsmänner. Ich bestelle was, er liefert und das war's. Bestellen und was? Menschen, okay? Männer, Frauen und so. Was passiert mit diesen Leuten? Hängt davon ab, die Mädchen enden als Sexsklaven. Die Männer arbeiten. Einigen entnehmen sie einfach nur die Organe. Wissen Sie, was eine Niere wert ist? Heilige Scheiße, zahlen Sie bar? Normal, ja. Ganze scheiß Koffer voll. Normal? Hatte letztens ein Problem. Eine Eilbestellung und ich hatte nicht genug Bares. Ich musste den Rest auf Fritz Konto überweisen. Der Hurensohn war sauer. Aber was soll ich machen? Ich brauche den Namen der Bank und die Kontodaten. Sicher, ja. Ich schreib's auf. Dann lassen Sie mich, ja? Sie machen Ihr Ding und ich meins. Das Bild setzt sich langsam zusammen. Ich lade die Bankdaten an Baumein hoch. Damit und mit den Dörfern, die Reeds Leute im Visier haben, sollten sich solide Hinweise ergeben. Wie werden die mal nicht erschießen, ne? Ja, der ist rot oben drüber. Ja, du weißt, was letztes Mal passiert ist beim Erschießen, ne? Da ist die Mission auch mehr fehlgeschlagen gewesen. Na, die ist ja jetzt abgeschlossen schon. Jo, warte mal, komm. Das war's denn schon? Die ist schon abgeschlossen, ja? Nee, ich meine an Aufträgen, wir haben keine weiteren. Fehlen aber noch. Flugplan. Der Leichenbestatter ist noch. Der Leichenbestatter ist noch da. Wird zugewiesen. Gesperrt, abgeschlossen. Wie viele hast du noch frei bei ihm, bei dem Boston Red? Du Friedhof, warte mal.
Ja, warte, warte, warte. Boah, nee. War den Boston Reed. Drei muss ich noch haben. Also ich habe drei, wir haben jetzt drei Einsätze von sechs. Na, ich habe vier von sechs. Aha. Mir wird auch keiner mehr angezeigt, komischerweise. Ja, mir wird keiner mehr angezeigt, mir auch nicht. Das dumme Kind. Wahrscheinlich hat sein Bruder Hernando alles gesagt. Aber ach, sie telefoniert ja, habe ich gar nicht mitgekriegt. Zu seinem Bruder folgen. Aber seien Sie vorsichtig. Wenn Carlos etwas merkt, der Kartellleutnant zu Frido. Das wird bestimmt jetzt gleich kommen. Warte, warte. Wir bleiben unsichtbar. Siehst du? Wir sind Carlos Correro. Blablabla. Neuer Einsatz. Jetzt haben wir einen neuen Einsatz. Gut. Der ist da hinten. Der ist der Leichenbestatter. Habe ich ja zugewiesen gekriegt. Gut. Den Leichenbestatter habe ich schon. Ja, den ich habe ich aber noch nicht. Also springen wir mal zu irgendeinem Dörfle. Ja, den musst du nochmal annehmen. Den Leichenbestatter, damit ich ihn annehmen kann. Suchen Sie die Guerrero. Gut, weiter. Holen Sie alles über Boston Reed aus Ihnen raus. Gut. Nein, finden, das ist was anderes, was ich jetzt anlaufe. Finden Sie Carlos Guerrero, ohne entdeckt zu werden. Also, das ist was anderes wieder. Ah, doch. Ist der Leichenbestatter. Scheiße. Hier. Ja. Also. Gut, gut, war schon richtig. Gucken wir mal, wo der ist. Oh, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei der Leichenbestatter. Ja, Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ciao. Und das Liken nicht vergessen und abonnieren, wenn es geht, wenn ihr noch nicht habt. Und weiterempfehlen. Wäre schön. Also, ciao.